Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus dem Wahnsinn. Ich habe mich jetzt entschieden, wo ist meine Karre da hinten? Ich werde zumindest erstmal die Sache mit den großen, den verstärkten modularen Rahmen, diese hier sozusagen mal angehen, damit die ja aus der Fläche verschwindet. Weil die Rahmen modular kriegt man hin, ist alles nur aus Metall. Okay. Schrauben kriegt man hin. Wir haben Eisen da unten. Stahlbetonträger. Stahlrohre können wir ja jetzt machen. Aus, war das so? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Rohr. Stahlrohr. Genau, haben wir ja alternative Rezepte. Wir haben Eisenrohr. Das können wir sozusagen direkt draus machen. 25 pro Minute oder 50 pro Minute. Aus, ja, Beton und Stahlbahn. Und Stahlbahn müsste man den Umweg ja erst über die Schmiede gehen. Ich würde das bevorzugen. Haben wir zwar nur die Hälfte von dem, ein bisschen mehr als das, aber das können wir direkt machen. Sprich, wir brauchen Konstruktoren. Habe ich mir eingepackt. So. Manufaktur. Da. Kunststoff haben wir auf Lager, Motoren haben wir auf Lager, die Rahmen haben wir, das haben wir. Den können wir sozusagen bauen. Und alles andere wäre sozusagen dort unten machbar. Glaube ich, hoffe ich. Und wenn nicht, dann... Ja, wir fahren mit dir gleich. Dann werde ich das spätestens dann sehen, wenn es nicht passt. Aber irgendwann mal muss ich ja anfangen damit. Weil hier oben, das wird auf Dauer nichts. Das ist alles ein bisschen zu viel Platz, was hier oben gebraucht wird. Vorsicht, Kleiner, sonst wirst du umgekarrt. Und wir haben ja hier unten genug Eisennodes. 5 Stück, wenn ich mich recht dran erinnere. Und allesamt irgendwie nicht die schlechtesten. Mal schauen, was wir da rausprügeln können erstmal. So, weil wir haben nämlich hier unten, wenn ich mich recht dran erinnere, wir haben hier die Eisennodes. Guck mal, 1, 2, 3. 3 hier und ich glaube 3, 2 auf der Rückseite. Normal. Normal heißt 30, 60. Wir kriegen 60 raus mit dem besseren Miner bis 240, ne? Und hier unten war sozusagen Beton. Da unten. Steig mal aus. Nimm mal deine... Nein, das Ding. Wo ist es denn hin? Da. Das Gemeine ist, du musst dich von so weit weg hier anschleichen. Ist schon fast... Aua. Aber hier hätten wir zumindest den Beton für die Stahlbetonsachen, die wir brauchen. Und für alles Weitere. Und das würde ich hier einfach mal anknabbern. So. Haben wir. Und das ist Kalkstein normal. So, dann lasst uns einfach mal hier... Ich würde sagen, lasst uns das auf Raster legen. Und ich weiß, ich muss jetzt Fundamente und muss die auswählen. So, ich muss jetzt... Stimmt ja. Muss ja erst kaputt gemacht werden. Da war ja was. Lang nicht mehr gemacht. Klopf, klopf, klopf. So. Dann sollte das ja jetzt passen. Wir sammeln das mal ein. Kann ich vielleicht irgendwie mal noch so ein bisschen Biosprit machen. Auch wenn es nicht viel ist, aber... Ja. Ja, am Anfang waren wir darauf angewiesen. Apropos angewiesen, Strom müssen wir sowieso mal schauen.
Ja. Aber treibstoffmäßig ist das schon in Ordnung. So, dann. Ja. Wie war das? Ich kann dich wegsprengen. Da haben wir hier ein bisschen Platz und irgendwas summt hier schon wieder. Na komm. Cool. Sprich, wir haben hier das. Und da würde ich die Fläche hier einfach mal großflächig mit Beton auslegen. Du kommst noch mit. Ich denke mal, irgendwann mal werden wir auch den besseren Sprit. Zack. Und du auch noch. Ich finde die Pilze zwar lustig, aber hier möchte ich jetzt einfach große Fläche. Was heißt große Fläche, aber eine ordentliche Fläche haben. Haben wir noch ein bisschen Festbrennstoff? Nee, ne? Halt. Nee. Haben wir nicht. Okay. Da. Doing, doing. So, aber ich könnte mir eventuell eine Werkbank schnell mal hierher setzen. Werkbank. Zack. Und hier mache ich mir ein bisschen Bio draus. Biomasse. Zack. Hier ein bisschen Biomasse draus. Zack. Und hier festen Biotreibstoff. Und dann kann ich die Säge wieder nutzen, habe ich wieder Holz, passt. Wie viel werden wir erstmal brauchen? Das dauert ja ewig. Na komm. Ja, 30 ist gut. Gut, reicht. Pack das Ding mal wieder ein. Ist ja nur, damit ich hier nicht alles verschmeiße oder verdödle oder wegsprengen muss. Ja. Cool. Ja. Euch sprenge ich aber, dann habe ich mit einmal bestimmt alle beide weg. Ja. Was mich noch stört, ist der hier zum Beispiel. Und der. Wupp. So. Dann gehst du mal ja kurz weg. Weil du bist es gerade im Weg. Du darfst hier parken. Steig aus. Nimm mit. So. Kriegt man den hier vielleicht noch mit weg? Oh ja. Ja, und da haben wir den hier. Ich glaube, das ist der höchste Punkt. Hier in der Landschaft, zumindest in der Fläche, die ich jetzt haben will. Wir fangen mal hier an. Ein Spieler aus dem Weg. Da bin doch nur ich. Warum Demontage? Was? Ja. Naja, komm.
Schön, da hätte ich mir die ganze Zeit die Eisenplatten sparen können. Ich liebe es immer, wenn mittendrin Dörfer Neustart ist. Ist nun mal so, Mitternacht wird der Server neu gestartet. Jetzt habe ich mich sozusagen verraten, wann ich jetzt hier aufnehme und welche Zeiten. So. Na mach. Du musst nicht nochmal extra fragen um Erlaubnis. Du darfst hier einfach zubetonieren. So war es gedacht. Das war der Deal. Ich brauche ja viel Platz für die Eisenfabrik. Und dann würde ich die gleich hier machen. Mal nochmal gucken. Hier war doch auch irgendwo auch noch so eine Eisennot. Mir das Zeug ranholen kann. War hier. Oh, die schon wieder. Oh, ich spreng dich gleich, du. Kannst machen, was du willst. Geh weg. Ja. Ja, und dann hole ich mir das Eisen erstmal von hier. Normal. Beziehungsweise, was ist näher oder sinnvoller? Weil hier haben wir doch zwei davon. Oder drei. Ja, nehmen wir die. Nehmen wir erstmal die. Ach so. Eieiei, das hätten sie eigentlich auch sparen können. Ja. Wir wollen hier runter. Könnte ich ja fast sagen. Können wir hier unten ja so ein bisschen die Verkabelung alles machen. Und hier die Anlieferung, dann geht es hier in den Keller runter. Wenn das so klappt, dann haben wir wenigstens oben vielleicht ein bisschen Platz. Lasst uns mal ein paar Wände setzen. Wände. Wände. Gibt es hier auch Betonwände? Sind die auch billiger? Zweimal Beton, zweimal Eisenplatten. Nehmen wir die. So. Wie gesagt, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das jetzt so... Oh ey, du blöder Sub. Ich denke da aber nicht dran. Wenn du brauchst, ist noch nicht an. Das müsste doch rein theoretisch noch ein Stück in die Richtung gehen. Das noch ein Stückchen in die. Ja. Ist für mich erstmal in Ordnung. Zack. So. Dann hier sozusagen die Fundamente drauf. Dann kann ich hier unten vielleicht werkeln. Ich hoffe, es reicht vom Platz. Ist ja nur, um die Förderbänder hier runterzulegen. So. Jetzt halt die Frage, wie sieht es jetzt hier oben aus? Dann machen wir hier. Ah.
komm. So, super. Ja, wenn wir hier dann langkommen mit dem Wendern für das Eisenerz, denke ich, das passt. Würde mir reichen. Muss bloß mal gucken, ob ich mir das hier wohl Raster, ins Raster passt, passt Raster, oder? War das nicht so? Mal her hier. Ah, das ist ein bisschen zu niedrig. Wir müssen die Stufe höher. Jupp. So. Ach so. Wir müssen jetzt auf Sub schalten. Du wirst dir das wohl merken können, oder? Ist ja hauptsächlich erstmal jetzt, damit wir so ungefähr auf ein gleiches Niveau kommen. So. Die Frage ist, wollen wir die hier anzapfen? Oder lassen wir die beiden hier zusammen und nehmen die einzelne hier? Weil die einzelne könnte man ja hier gerade runterlegen. Dann wären wir ja wieder unten auf dem normalen Niveau. So. Ja, bitte, guck mal. Sieht das doch schon wesentlich besser aus. Ist ja, wie gesagt, nur damit wir erstmal so ungefähr ein bisschen hinterkommen. Cool. Du gehst mal weg. Ja, auch. Zack. Zack. Gut, nochmal. Komischerweise hier konnte ich jetzt wieder. Verstehe ich das gerade irgendwie nicht. Bei dem anderen konnte ich nicht dort andocken und hier geht's auf einmal. So. Den Miner. Produktion. Wir haben doch Logik, Strom. Da. Miner MK2. Extrahiert feste Rohstoffe aus dem Rohstoffvorkommen, auf den der Aufbau erfolgt ist. Normal 120. Die Extraktion ändert sich nach einer Interessation. Alle Rohstoffe werden über verbundene Förderbänder. So. Heißt jetzt 120 Eisenerz. Sollte ja für ein paar Schrauben reichen. Und wenn wir das aufbohren aufs Doppelte, dann braucht er zwar mehr Strom, aber haben wir 240. Das klingt für mich sehr sinnvoll. Sprich, wir könnten hier vorne unsere reine Eisenfabrik aufbauen. Also die Sachen, die direkt abgearbeitet werden, wie Schrauben etc. Und alles fortwährende dann ein Stückchen weiter hinten. Und dann hätten wir hier zumindest die fetten Rahmen alle an einer Stelle. Und ich hätte sie aus dem Gedanken. Ja. Ja, ihr dürft mir alle gerne widersprechen. Für mich klingt das so halbwegs logisch. Also. Ihr seid im Weg. Ey, da wird jetzt nicht wirklich den Server neu starten.
Falls doch, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir hatten Silver Neustadt. Ja, das bleibt halt nicht aus, wenn man auf dem Server spielt, aber ja. Ich kann damit umgehen. So, nun wird's natürlich wild. Wo waren wir nicht stehen? Wo hat er denn aufgehört? Okay, also hier sollen. Aktuell kommen hier ja nur 120 raus. Ich will das praktisch die Produktion verdoppeln, dann kommen wir auf 240. Dann haben wir jetzt 240 Eisenbahnen. Die teilen sich hier rechts in 120 und links in 120. Hier braucht man nicht so viele für die Eisenplatten. Dafür brauche ich eine ganze Menge für Eisenstangen. Sprich, hier teilt sich das die 120 in 60 da, in 60 da sind wir bei 180. MK2 Band, MK3 Band. So, hier 6 Schmelzen. Die sollten eigentlich ausreichen, um mit den 180 klarzukommen. Dann haben wir zumindest das Eisenerz erstmal. Wenn wir dann was übrig haben, müssen wir dann mal schauen, dass wir gegebenenfalls irgendeins runterstellen von der Effektivität. Mir geht es erstmal nur darum, dass es ungefähr passt. So, dann haben wir hier sozusagen das Geschmolzene für die Eisenstangen. So. Die müssen natürlich auch irgendwo der Output wieder zusammen. Ich weiß es nur nicht genau, wie viele von den Eisenstangen ich dann letztlich brauche. Konstrukteur. Lasst uns mal einen hinsetzen. So, wenn ich hier drin... Eisenstangen mache. 15 Eisenbahnen pro Minute. Wir kommen mit... Wie viel Eisenbahn haben wir denn? 30. Wir haben 180. Macht 180. Das sind praktisch... Wir machen ja alles zu Eisenstangen. 180. Durch 15 sind... 120 durch 30 sind 60 durch 40. Gott, kann ich mal rechnen. Wir brauchen ja noch ein paar Schrauben. Wenn ich jetzt... Och, aber habe ich jetzt so viele eingeplant? Warum habe ich jetzt hier so viele eingeplant für die Schrauben? Puh. Weil, lass uns das mal vom Ende aufzäumen. Quatsch, falsches. Wir wollen ja den schweren modularen Rahmen. Hieß das so? Was ist das Ziel am Ende? An die Kohle habe ich noch gar nicht gedacht. An die Rohre, ja, die kriegen wir hin. Aber wir brauchen ja auch Kohle. Die müsste ich anliefern lassen. Alternativ. Wir haben schon Alternativrezept. Schwerer ummantelter Rahmen. Der braucht mehr Stahlrohre. Mehr Stahlbetonträger. Mehr davon und Beton, aber da braucht weniger Schrauben. Beton haben wir ja hier. Da braucht weniger Schrauben. Oh je. Das bringt ja meinen ganzen Plan durcheinander. Weil gedacht waren ja, dass die 6 Konstrukteure... Also, dass ich 6 Konstrukteure beauftrage mit Eisenstangen. Ein bisschen weniger. So, und 6 mal 15 sind 60, sind 90. Dann brauche ich auf dem Strang gar nicht so viel, 180. Doch, da habe ich einen Strang hier und einen dort.
Genau, habe ich hier 90 und dort 90. Heißt, wenn alles, dass das Splitter, wir brauchen den hier. In die Richtung. Ein da und ein da. So. Einfaches Band reicht. Hey. So, dann müsste ich hier sozusagen 30, 30, 90 und komme mit 90 Eisenbahnen raus. Mensch, mach mal hier. Das muss ich mir mal hierher notieren. Habe ich die Dinger mit? Hm. Ja. Eisenbahn out 90. So, das kann weg. So, das haben wir. Hier haben wir 90. Das ist, reicht für 6 Konstrukteure. Und die 6 Konstrukteure, die sollen hierher. Geh mal weg. Aber hätte ich mir vorher auch gleich kopieren können. Ist ja egal. Konstrukteure, 6 Stück. Und die wollen bedient werden. Machen wir mal eine Lücke dazwischen. Die waren wieder so riesig, ne? Reichen die von der Länge her? Ja. Machen wir so. Hier passt und hier passt. Also ein bisschen weit draußen. Dann lieber hier. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Ja, es ist trotzdem eine ganze Menge. 2. 3. Wenn wir die jetzt hier noch rüberziehen. Ich habe ja genug Platz. Also fast. Notfalls ernten wir hier ein bisschen was ab. Na gut, so viel abernten ist hier nicht, weil es... Aber es könnte durchaus klappen. Gib mal die Säge. Die Säge. So. 6 da, also 3 da, 3 da. Hier auf der Kante. Hier guckt's über. Und dann hier noch Platz. Müsste man mal schauen. Dann leg doch mal die blöde Säge weg. So, ich glaube, das. Nimm mal die. Hast du deine Nuss? Genau. Damit kannst du spielen. So. Notfalls könnte man das ja noch ein bisschen knapper machen. Muss ja hier nur mit den Knotern wieder hin.
So. Und jetzt die Splitter. So. Einer dort. Einer hier. Aber ist halt nicht rückwärts weitergelaufen. So, sprich, wir gehen hier rein mit. Wir kriegen ja 90, ne? Dann reicht das Dreier, das normale Band. 90. 15 hier rein. 15 dort rein. Gefällt mir zwar gar nicht, weil die dann nur mit Überlauf arbeiten. Aber wenn ich das immer eingeschmiert hat. Und wir haben ja sowieso einen Überschuss. Wir brauchen ja bloß 5,6 oder 5,5 am Ende. So. Also du machst Eisenstangen. Eisenstangen. Zack. Ich weiß mit Steuerung C und Steuerung V, aber ich bin jetzt gerade im Feeling. So. Gut. Haben wir. Wir haben sozusagen am Ende hier 15 Eisenstangen hier, also 90 Eisenstangen. Und die 90 Eisenstangen, davon brauchen wir, wo ist mein Zettel? Laut Zettel brauchen wir irgendwie knapp 60 für Schrauben. Boah, für die Schrauben nur 60? Das scheint mir ein bisschen wenig. Schrauben. Noch 1 zu 4. 60 mal 4 hätten wir 4. Da hätten wir dann am Ende 40 pro Minute. Er will reinhaben 1 zu 1. Er will sozusagen. Nochmal Konstrukteure haben. Aber er will einmal 60 und einmal 30. Wie teilen wir denn die 60 und die 30? Die 30 wären ja die. Passt mal auf, dann greifen wir die mal ab hier. Die Verbinder. So. 30 finde ich hier. Das sind die reinen Eisenstangen, die wir brauchen. Ach, ich sehe auf meinem eigenen Zettel nicht mehr durch. Am Ende soll ein Mutterlacher Rampe herauskommen. Einer. Weil hier den Strang haben wir ja dann noch über. Das ist ja sozusagen dann übrig. So. Also wir brauchen hier hinten 60 Eisenstangen. Die zu Schrauben werden. Passt mal auf. Wir machen das einfach. Und wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. So. In diese Richtung. Nummer 1. Nummer 2. Und dann von hier vorne die. Dann haben wir sozusagen rein theoretisch, wenn ich mich nicht vertäusche, 60.
haben wir. Dann können wir ja hier noch eins setzen. Kostet ja nicht, ist ja nur Material. Da. Das haben wir vier angeschlossen. Viermal sind 60. 60 Eisenstangen. Genau, das sind die 60, die Schrauben werden. Glaube ich. Weil das ist ja das Grundprinzip, was wir ja schon mal hatten für die Rotoren. Aber für die Rotoren haben wir ja keine Eisenplatten mitgemacht. Das schöne Gelände. Ja, werden wir sehen. Ist doch nur Platz. Platz haben wir auf der Karte genug. So, sprich, wir haben jetzt hier potenziell... ...60 Eisenstangen. Chrom, Schild, Organisation. Eisenstangen. Teile. Eisenstangen. Achso, Icon übernehmen. Out. 60 die Minute. Zack. Wirklich aus 15 rein, 15 raus. Es sind ja jeweils 15, 90 kommen, 90 auf 6, okay. Gut, und das sind dann sozusagen 30. Schreibe ich mir einfach mal hin, da muss ich nicht so oft drüber nachdenken. Teile, da. Out. 30 die Minute. Cool. So, was wir hier dann haben, müssen wir dann gucken, weil hier ist ja noch eine ganze Menge übrig. So, wir sind jetzt bei den Eisenstangen und bei den Sachen für die Schrauben. Puh. Ist hier irgendwas übersehen? Nee. Das sind die Schmelzen. Die Konstrukteure. So, und für die Eisenschrauben? Ja. Ich habe halt noch keine Gussschrauben. Sorry, so. Und für die Schrauben, ich brauche 10 Eisenstangen pro Minute und krieg 40 Schrauben. Ich brauche, glaube ich, 240 Schrauben. Und 240. Also 6 Mal. Nee, Quatsch. 240. 20 sind 5. 6 Mal. Also ich brauche nochmal 6 Konstrukteure, die aus den 60 die machen. Also stellen wir hier nochmal. Da können wir doch das Band gleich lassen. Aber ich würde das nicht wieder auf die Länge verteilen. Dann lieber gehe ich in der Mitte nochmal durch damit mit dem Band. Dann stellen wir den Fusionator hierher. Ist mir das nämlich lieber. So. Sonst wären wir ja immer breiter. Und irgendwann ist dann mal hier kein Platz mehr.
wird eh schon knapp werden. Drei hier, drei da und dann kriegen wir das hin. Du gehst mal weg. Also hier ein Fusionator. Er kann ja gerne auf diese Höhe. Der ist in der Mitte. Natürlich nicht. So. Gut. Nehmt ihr auch den Text? Kopiert. Ja. Okay. So, hier haben wir 60 pro Minute. Und dann müssen wir hier 3, 3, 3. Guck mal her hier, die Dinger. Eins. Naja, und schon passen sie nicht mehr hin. Ach, was für ein Elend. Das ist jetzt doof. Warum ist kompakter Bauen viel, viel besser? Weil dann läuft nicht so die Gefahr, dass du hier ständig auf die Dinger stößt. Wobei das eigentlich gar nicht so viel ist. Wenn wir hier auf die Mitte kommen, würde ja fast reichen. Nee, gib mal her. Beim 1, 2. Ah, da muss ich notfalls halt den ganzen Quatsch nochmal ein Stück herziehen. Passen die jetzt nicht mehr? Bitte. Gefällt mir gar nicht. Aber jetzt noch höher bauen. Klar, dann kann ich ja gleich die ganze Insel einfach überbetonieren. Hast du das mal hierher? Hi. Lass mal gucken. Das vom Platz her reicht. Eins. Zwei. Drei. So richtig glaube ich da noch nicht dran. Ein rein. Ah.
glaube, das wird nichts. Die Frage, kriege ich die mit dem Verbund? Ja, gerade eben so. Dann ist es jetzt so. Dann ist es jetzt so. Bitte dumm. Gut, man hätte sicherlich noch ein Stück hier rüber gekonnt, aber das hätte nicht die ganze Länge ausgeglichen. Niemals nicht. So. Ihr macht Schrauben 10. 10 und 10. 10. 10 und 10. So. Haben wir jetzt praktisch 240 Schrauben. Wenn ich die hier verknote. So, 240 Schrauben. Die hier am Ende rauskommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass wir hier vielleicht bei 40 müsste das ja fast funktionieren. Da rein, da hoch. Aber was machst du denn da oben damit? Jetzt kriegt man, ich dort raus will. Krieg ich so einen Fusionator hierher? Dass das dann funktioniert? Kann doch nicht gut gehen, oder? Mal der ja der falsche ist. Auch er den. Und hier. Da jetzt so anders dran? Also, weil es hier den Eingang sozusagen nicht mehr gibt. Ja, dann mach so. Mir doch egal. Sieht schön aus. Ich muss ja nur das überspringen. Hier rein, da raus, da rüber. Nee, so passt das schon. So, da haben wir hier Schrauben. Muss sagen, damit es gleichmäßig doof aussieht. Hahaha. hier dran, hier rum, eins hoch. Hier dran, rum, eins hoch. Eins hoch, da raus. Das sieht wenigstens gleichmäßig doof aus.
Hat ja auch mal was. So. Cool. Wir müssen jetzt hier praktisch nur noch auf der Linie den Fusionator hinkriegen, der den ganzen Quatsch wieder zusammen macht. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier den hinstelle. Wo ist er denn? 240. Da brauchen wir ja schon den MK3. Die andere Richtung. Oben rein. Unten raus. Dann müsste das doch jetzt funktionieren. Bitte. Achso, klar. Weil hier muss es ja reingehen. So, nee, Quatsch. Die. Und wir brauchen die 120. Einmal hier. Und einmal da. Gut. Sprich, wir haben jetzt an dieser Stelle, wenn alles gut geht, 240 Schrauben. Wenn nicht, dann ist es halt erstmal so. Und 240. So. Quatsch. Komme ich auf 120, 240 müssen es ja werden. Alles vorausgesetzt, ich übertakte den ganz vorne. So, MK3. Das passt denn jetzt? Organisation. F, Schrauben. Icon auswählen. 240 Minute. Dann haben wir zumindest erstmal die Schrauben, die wir brauchen für den Rahmen. Wenn ich nicht das alternative Rezept nehme, das kommt ja noch dazu. Nee. Wie hieß der Rahmen? Wir brauchen ja dann nochmal Schrauben. Hier würde ich mir ja 120 Schrauben die Minute sparen. Oh Mann. Zumindest die Stahlbetonbahn. Ich habe so schon ein Problem. Ich habe noch nämlich keine Kohle hier. Und die Kohle ist so weit weg. Ey, wie kann ich denn auf so eine dämliche Idee kommen? Naja, weil wir sind jetzt schon fast am Beton und haben eigentlich nur... Gut, aber dafür ist es... Hä? Und das? Ja. Und nimmst du den falschen Treibstoff? Du sollst doch den nehmen. Nee. Wo war denn das? Ach, hier. Mit R, mit F. Alle gegen Teilen übertragen, ausrüsten, Stabübertragungslot, Teilen schließen. Hier oben, da. Den wollen wir haben. Genau. So, wir haben unsere Schmelzen. Die eine Hälfte reicht uns für den ganzen Betrieb hier drüben. Und alles nur um Schrauben zu machen. Sieht erstmal, na gut, bis auf den Versatz hinten. Ja, ja. Wo ist mein ganzes Leben hin? Herrlich. Ich sterbe bei einem Spiel,
wo ich gerade nicht mit Gegnern konfrontiert bin, ist auch gut. Mal hier hoch, da können wir das mal überblicken. Also, die erste, vor allem, hier müssen ja nochmal 3 Schmelzen dazu. Das ist ja nicht alles. Da kommt ja nochmal ein Strang mit 3 Schmelzen für die Eisenplatten und sowas. Naja, sieht soweit ganz gut aus. Aber wisst ihr was? Ich krüble und knüpple mal noch ein bisschen. Da mal gucken, die Zahlen, das ist. Weil ich habe halt keine ganzen Zahlen. Zum Beispiel brauche ich nur für die Eisenschrauben rein logisch oder rein das, was rauskommen muss am Ende. Ich glaube 5,4 oder 5,5 von denen. Und aus den 5,5 wird hier ja auch weniger. Das brauche ich nur fortgeführt. Idealerweise brauche ich gar nicht so viel. Idealerweise. Werden wir sehen. Ich bastle mal noch ein bisschen. Ich lasse euch am Ergebnis teilhaben. Vielleicht passiert ja irgendwie was ganz Weltbewegendes und ich habe den durchschlagenden Funken. Dann gebe ich euch Bescheid. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Gut gemeinte Infos und Gedanken gerne in die Kommentare. Lasst mich ruhig wissen, wenn ich hier vielleicht einen kleinen Denkfehler habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ich hoffe mit einem vernünftigen Ergebnis hier. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.